Schön, dass Sie da sind. Es ist wieder Magazinzeit hier in ERZ-TV und Michael Ö. Arnold heißt Sie dazu herzlich willkommen. In der vergangenen Woche haben Sie ja meine Kollegen Susanne Schwenkfelder und Sven Schimmel durch die Jubiläumsausgabe, die 200. begleitet und auch einmal ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Diesmal wollen wir aber vor der Kamera bleiben, auch beim Kochen, denn Neues aus dem Topf sehen Sie in dieser Sendung bei Treffpunkt Kulinarisch. Katzen sind auch noch ein Thema und auch der Lebenssaft. Damit wollen wir beginnen. Blutspenden ist wichtig. Man stelle sich nur vor, es gäbe sie nicht. Unsere Gesellschaft wäre ziemlich ausgedünnt. Denn bei vielen Operationen sind Blutkonserven unverzichtbar. Damit aber auch immer genügend Konserven zur Verfügung stehen, kümmern sich Institute und Organisationen um den ständigen Nachschub. Oft auch ehrenamtlich. Die wichtigsten Menschen sind aber die Spender. Gerald Nözel hat einen ganz fleißigen Spender in Oelsnitz getroffen. Und wieder machte das Team des DRK Blutspendedienstes Station im Oelsnitzer Rathaussaal. Viermal im Jahr kommt das Deutsche Rote Kreuz hierher und bittet um freiwillige Spenden des ganz besonderen, wichtigen, weil lebensnotwendigen Saftes. 8 Liegen stellt das DRK für die freiwilligen Spender auf, die während des Abzapfens von erfahrenen Schwestern und vom DRK-Ortsverband Oelsnitz bestens betreut werden. 18 Mitglieder zählt der Verband. Von denen sind am Spendentag immer 10 bis 14 Vereinsmitglieder vor Ort und kümmern sich hier um die Belange der Spender. Ganz umsonst ist so eine Spende natürlich nicht. Dafür sorgen die fleißigen Helfer im Ortsverband. Sie bereiten belegte Brötchen vor, kochen Kaffee und Tee und bringen ein kleines Dankeschön schon mal persönlich zu den Spendern, während die beim Kaffee sitzen und über dies und das diskutieren. Einer, der regelmäßig zur Blutspende kommt, ist der ehemalige Oelsnitzer Wolfgang Klemm. Seit über 20 Jahren wohnt der heute 70-Jährige in Zwickau. Trotz seines Handicaps, einer Sehschwäche, führt ihn sein Weg regelmäßig in sein Oelsnitz zurück. Genau hier will er Blut spenden. Dabei wäre es doch für ihn in der Robert-Schumann-Stadt viel näher und unbeschwerlicher. Ich habe hier mal gewohnt. Und das Kollektiv ist für mich immer in Ordnung, ja, gut betreut. Das größte. Also, Sie haben ein gutes Vertrauen zum Team des Deutschen Roten Kreuzes. Ist gutes Vertrauen, was ich hier habe. Solch ein Vertrauen kann auch Brücken schlagen, wie bei Wolfgang Klemm. An diesem Freitag ist er nun wieder nach Oelsnitz gekommen, um hier seine 200. Blutspende abzugeben. Seit über 50 Jahren spendet er. In dieser Zeit ist er nur einmal abgelehnt worden. Da hatte er seinen Blutspendeausweis zu Hause vergessen. Kann ja mal passieren. Für 200 Abnahmen sagt auch das DRK einmal mehr Danke. Christian Wendler, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK, überreichte Wolfgang Klemm eine Urkunde und eine Blutspenden-Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz. Ich lese Ihnen das mal vor. Als Anerkennung und Zeichen des Dankes wird Ihnen, Herr Wolfgang Klemm, für 200 freiwillige und uneigennützige Blutspenden mit dieser Urkunde die Blutspenden-Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz übergeben. Auch der Bürgermeister von Oelsnitz, Bernd Birgicht, ließ es sich nicht nehmen, dem Wahl-Zwickauer persönlich zu seiner 200. Spende zu gratulieren. Sie kennen sich schon viele Jahre, Wolfgang Klemm und der DRK-Ortsverband Oelsnitz. Und dem Anlass entsprechend hat die Ortsverbandsvorsitzende Monika Engelmann etwas Besonderes vorbereitet. Dazu war sie in die Goethe-Grundschule nach Oelsnitz zu den Klassen 1 bis 4 geeilt, um etwas zu organisieren. Du hast ja heute 200. Blutspende. Aus diesem Grund war ich immer in der Grundschule. Und die Kinder haben hier 200 Blutbeutel bemalt. Die schönsten hängen hier drin. Da haben wir eine kleine Galerie gemacht. Den Rest habe ich dir hier abgeheftet.
habe ich zwei Nächte gesessen, habe nur abgeheftet, bloß gelocht hier, siehst du? Da sind die ganzen Blutspendebeutel drin, die unsere Grundschüler gemacht haben. Die nimmst du mit zu Hause, die von ihr drehen, tun wir dir noch mit einheften. Ja? Und zur weiteren Überraschung gab es dann noch eine Torte. Natürlich mit einer 200 obendrauf. Wolfgang Klemm war an diesem Tag nicht der Einzige, der geehrt wurde. Auch Peter Wabersich aus Oelsnitz kann schon eine stattliche Zahl an Blutspenden vorweisen. Es war an diesem Tag seine 160. Spende. Dafür bekam er eine anerkennende Urkunde vom DRK. Und auch die Vereinsvorsitzende Monika Engelmann bekam an diesem Tag eine Auszeichnung für ihre 100. Blutspende in Form einer Urkunde und einer Ehrennadel in Gold von Christian Wendler überreicht. Weitere Gratulanten schlossen sich an diesem Freitag an. Uneigennützig was Gutes tun und Blutspenden. Auch uns kann es einmal treffen, jedem von uns, dass wir auf eine Blutspende angewiesen sind. Welche Voraussetzungen sollte ein Blutspender mitbringen und wie oft kann man in Oelsnitz zum Spenden kommen? Also wir möchten mindestens 18 Jahre alt sein, mindestens 50 Kilo auf der Waage bringen und gesund. Hier in Oelsnitz wird vierteljährlich gespendet, also viermal im Jahr, meistens Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Blutspenden kann man also ab 18 Jahren bis zu einem Alter von 72 Jahren. So ist die Regel. In Deutschland werden pro Tag etwa 15.000 Blutspenden benötigt, meist um Leben retten zu können. Manchmal kommt es zu Engpässen. Vor allem zu Beginn der Ferienzeit und kurz vor Feiertagen lässt die Spendenbereitschaft nach. Oder sagen wir lieber, da ist die Gelegenheit für Spender oft ungünstig. Darum werden auch in der Erzgebirgsregion ständig Blutspender gesucht, für alle Blutgruppen. Besonders gefragt ist die Blutgruppe Null negativ. In Deutschland sind mehr als 40% der Bevölkerung spendefähig. Aber nur 4%, ein Zehntel davon, sind aktive Blutspender. Bei der Generation der unter 40-Jährigen ist die Bereitschaft zur Spende sogar stark rückläufig. Dabei ist es doch ganz einfach und jeder sollte einmal 45 Minuten seiner Freizeit opfern. Genau so lange dauert eine Blutspende mit allen Formalitäten, die damit verbunden sind. Vorteile hat man als Blutspender ebenfalls. Man ist ständig unter ärztlicher Kontrolle und manch einer fühlt sich danach sogar besonders fit. Man kann also einfach mal was Gutes tun, für sich und für andere. Blutspenden tut gar nicht weh. Und ganz schnell kann ein Leben gerettet sein. Wäre also schön, wenn sich der ein oder andere auch noch von der Blutspende überzeugen ließe. Termine finden Sie in vielen Tageszeitungen, auf Aushängen und, wenn wir die Termine erfahren, natürlich auch in unseren Nachrichten. Weniger bekannt ist aber, dass es Menschen geben muss, die sich um die Tiere kümmern. Und das sind nicht wenige. Hunde, Katzen, kleine Nager, Geflügel und manchmal auch die ganz großen Gesellen werden in den Tierheimen abgegeben, weil sie entweder aufgefunden werden, ausgesetzt wurden oder aus anderen Gründen nicht mehr in ihrem bisherigen Zuhause bleiben können. Mit unserer Reihe Tino wollen wir diese Arbeit auch wieder einmal zeigen und Tiere vorstellen, die auf ein neues Zuhause warten. In der letzten Woche hatten wir Ihnen dazu wieder einiges zeigen können, doch leider war die Sendezeit zu knapp, um auch die Katzen noch ins Rampenlicht zu bringen. Das wollen wir jetzt nachholen und zeigen den zweiten Teil von Folge 2, eben mit den Samtpfötchen. Hey, hier kommen die Hero Turtles, super tolle Hero Turtles. Und immer auf der Lauer. Und immer etwas schlauer. So, die Monique ist jetzt hier. Und wen haben wir denn da hier im Katzenhaus? Wir haben hier einen Jack. Jack.
Der ist noch gar nicht so lang bei uns, ist aber ganz verschmust und ganz zutraulich. Wir wissen leider nicht, wie alt er ist. Vielleicht so 4, 5. Und es ist so ein bisschen ein Freigänger, ne? Der ist ja überall zu Hause. Ja, genau, der rennt überall rum, fühlt sich auch überall wohl, versteht sich auch mit den anderen Katzen ganz gut. Und ist natürlich auch kastriert, ne? Natürlich. Ist auch kastriert. Muss man da was Besonderes wissen bei ihm? Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange hier, aber... Du bist 2 Wochen hier, ne? Ja, genau. Aber ihr habt euch eingefreundet. Ja, sehr sogar, ne? Nö, also ich habe jetzt noch nichts, zumindest nichts Negatives, muss man wissen. Kratzt der, beißt der? Nee, gar nicht. Gar nicht? Überhaupt nicht. War das ein Fundtier oder ist der abgegeben worden? Der wurde gefunden in Zwönitz. Ja? Und jetzt brauche ein neues, liebes Zuhause. Ja, sehr gern natürlich. Bei netten und lieben Menschen, ne? Die auch Katzenfreunde sind. Und das ist jetzt ein Geschwisterpaar. Ja, genau. Die wurden abgegeben und sind ein bisschen was über ein Jahr alt, anderthalbes Jahr. Alle beide, und die werden auch nur zusammen vermittelt. Also die werden nicht, also sehr, sehr ungern einzeln rausgegeben. Die sind also wirklich unzertrennlich. Also ja, wirklich. Die sind auch ganz verschmust, wie ihr seht. Und vor allem, ich habe gelesen, draußen an der Tür, die mögen keinen Fisch. Gibt es da eigentlich viele Katzen, die keinen Fisch mögen? Ja, das ist eher selten, dass Katzen keine Fische mögen. Aber jede Katze hat so seine Eigenheiten. Und Nassfutter, wo Soße drin ist, das mögen sie auch nicht. Ja, natürlich. Mögen sie auch nicht so gern. Aber es gibt spezielles Futter von Whiskas zum Beispiel. Das habe ich auch vorhin gegeben. Das sind sie doch. Also es gibt auch noch andere Sorten, ne? KitKat, und wir dürfen ja keine Werbung machen, ne? Felix und so weiter, das haben wir sie alle genannt. Ja, und die ist ja eine ganz verschmuste. Was muss man denn beachten, wenn man jetzt Katzen zu Hause hat? Sollten auf jeden Fall in der Wohnung trotzdem genügend Auslauf haben. Also das sind Wohnungskatzen? Das sind Wohnungskatzen, ja. Die kommen auch aus der Wohnungshaltung. Ein Kratzbaum, 2 Katzenklos und auf jeden Fall genügend Zeit. Aber stubenrein sind sie? Ja, sehr sauber. Ja, man sieht es auch am gepflegten Fell hier. Ne, ihr sehr seid gepflegt, die Besten. Sehr hübsches Gesicht, sehr hübsche Augen. Okay, also wenn Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Interesse haben, Max und Maxi werden gerne vermittelt, aber natürlich auch alle anderen Tiere, die wir heute hier vorgestellt haben. Aber ich muss noch eins sagen, ich muss noch mal ganz kurz zurück zu Susanne, denn hier gab es einen Schaden. Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung, aber wir beschließen nicht, ohne mal nachzufragen, was ist denn aus meinem Lieblingskater geworden hier? Der Lieblingskater wohnt nicht mehr bei uns. Der Schade. Ist, ja. Oder gut für ihn. Ja, also genau. Er hat ihn zu Hause gefunden bei einer anderen Katze und bei einem Herrn, und der ist ganz lieb und die 2 Katzen verstehen sich. Der hat auch E-Mails schon geschrieben, Bilder geschickt, und es klappt wunderbar. Ja, das ist doch wunderbar. Das ist gut, wenn man jemanden vermitteln kann immer. Und es gibt noch ein paar Exemplare vom Kalender. Genau, ich halte die mal hoch. Einige wenige haben wir noch. Die sind immer recht schön. Da sind Bilder drin von unseren Tieren. Teilweise schon, wie leider hier vom Apollo, verstorben. Aber es stehen jeweils zu den Tieren
blätter mal ganz kurz auf der Rückseite. Um die Schwäne kümmern wir uns das nächste Mal mit. Genau, ich zeige es dir nochmal. Wir haben hier drei, ich sag mal in Anführungsstrichen, behinderte Schwäne, für die wir mal irgendwann einen schönen Teich suchen, aber die besuchen wir dann das nächste Mal, genau. Und die Geschichte dazu steht dann immer auf der Rückseite. Also wer noch Interesse hat, ja, für 6 Euro, für 6 Euro kann man, oder auch natürlich ein bisschen mehr, ne? Weil der Tierschutzverein braucht immer ein bisschen Geld. Genau. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich viel, damit die große Aufgabe hier erledigt werden kann. Ne? Und vor allem, ihr habt ja auch noch einen Sturmschaden. Ja, also der Sturm hat hier ordentlich Schaden angerichtet. Also viermal musste der Weg freigeschnitten werden. Friederike. Ja, Friederike war es, genau. Wie gesagt, viermal war der Weg blockiert. Und dann gab es einen mächtigen Hieb und dann hat es geknirscht. Und in unserem Hundeauslauf hat es einen Baum direkt auf den Zaun gelegt. Und wir waren froh, dass wir genau eine Woche vorher die Hündin aus diesem Gehege rausgeholt haben. Die wohnt jetzt im Zimmer, weil die wäre wahrscheinlich dann im Wald verschwunden. Aufgrund des Schocks, weil es war ja wirklich ordentlich laut und der Zaun ist ja jetzt, hat ein Loch. Ja. Und es werden immer noch Leute gebraucht, die immer mit anpacken, die unterstützen, die auch finanziell unterstützen, die Spenden abgeben und so weiter. Weihnachten ist ja nun auch vorbei. Es gab viele Spenden, vielen, vielen Dank dafür. Aber es wird das ganze Jahr über wird gebraucht. Ne? Und wenn Sie nicht wissen, was, einfach mal anrufen. Genau, anrufen, eine E-Mail schreiben. Also E-Mails funktioniert ganz gut. Beim Telefon ist manchmal das Problem, dass nicht immer jemand schnell ans Telefon gehen kann, weil sie halt mit den Tieren zu tun haben, die Leute. Und was ich noch erwähnen möchte, es könnten wieder zwei Leute Bundesfreiwilligendienst bei uns machen. Also das Kontingent ist freigeschalten, wer sich bewerben will, am besten auch per E-Mail, können wir einen Termin vereinbaren und das dann in Ruhe besprechen, weil wir brauchen ja auch fürs neue Jahr wieder neue Helfer, weil es immer nur auf ein Jahr beschränkt. Ja. Okay, ja, also Bufti werden möchte, einfach hier vorbeischauen. Danke, das war Tino für diesmal. Wenn Ihnen ein Tier gefallen hat hier, ne, und Sie möchten das vielleicht nach Hause holen, um ein schönes Zuhause, ein liebes Zuhause geben zu können, dann einfach auch hier melden, am besten per E-Mail und dann macht ihr mal einen Termin aus. Oder persönlich vorbeikommen und mal Gassi gehen oder die Katzen anschauen. Genau, so ist das. Wir freuen uns auch. Bis zum nächsten Mal. Dazu sei noch gesagt, natürlich gibt es noch weitere Tierheime und auch dort warten viele Tiere auf neue Besitzer. Dort werden wir im Laufe der Zeit auch einmal vorbeischauen. Jetzt schauen wir aber erst einmal kurz Werbung und sind dann gleich wieder zurück. Dürfen dann auch in die Töpfe gucken bei Treffpunkt Kulinarisch. Bis gleich also. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer, 2 in 1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Klick auf, ihr lieben Leute. Hier ist der Hauer von der Hauer Stahl GmbH und Co. KG. Zu viel Zeit muss sein.
Jetzt muss ich wohl den Hack auftragen hier. Balkenschrei hi, Balkenschrei ha. Wenn du keine Balklein findest, du kannst auch kein Erz abbauen. Zu einfach ist es. Mensch, ich war auf Arbeitsantrieb in alle Barsch. Bei meiner Nachbarin, bei der Gislinde, ihren Gung war ich. Da wollte auch nicht. Aber dann habe ich auf Ernst TV eine Annonce geschalten. In Bayerfalltrieb. Und auf Emo Lefts. Jetzt rollt's wie verrückt. Ich kann bald meinen zweiten Schacht aufmachen. So viel Leid habe ich jetzt zusammengekriegt. Also, geht auf Ernst TV. Dort Werbung machen. Das verlohnt sich. Euer Hauer von der Hauer Stahl GmbH und Co. KG. Mit ErzTV erreichen Sie immer die Wichtigen. ErzTV. Heimat, Wissen, aktuell. Schön, dass Sie weiter dabei sind bei ErzTV, das Magazin. Mein Name ist Michael Ö. Arnold. René Klingbeil und Mike Welwarski, wenn Ihnen diese beiden Namen noch nicht so geläufig sind, ist das erstmal kein Problem. Sie werden die beiden jetzt kennenlernen. Als Trainer und ehemaliger Trainer des FC 1910 Lösnitz. Unser Fernsehkoch Benjamin Unger hat sie zu sich in die Küche eingeladen, zu einem kleinen lockeren Plauderstündchen, bei dem auch noch etwas Leckeres entsteht. Roastbeef soll es geben und dazu ein Ingwersüppchen. Passend zur Jahreszeit. Da wünsche ich jetzt schon mal guten Appetit. Die ErzTV-Kochsendung Treffpunkt Kulinarisch wird präsentiert vom Möbelhaus Illing mit Möbelhaus und Küchenstudio in Grottendorf und Aue für ein schöneres Zuhause. Und vom Kaufland Aue. Hier bin ich richtig. Ja, Glück auf und herzlich willkommen heute hier in der Sendung. Ich denke mal, einige werden euch quasi schon vom Ansehen her kennen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr heute da seid. Freue mich ganz besonders. Und einmal der René Klingbeil und der Mike Welwarski. Ja, bei dir gibt es ja eins zu sagen, du bist quasi ja, ein Import für das Erzgebirge. Das finde ich schon mal sensationell. Du stehst ja dafür, dass quasi es auch ja, lohnenswert ist, hierher zu kommen. Und zu dem, was du jetzt machst, kommen wir nachher gleich noch. Und ich denke mal, da werden wir auch noch ein paar schöne Anekdoten finden. Und du bist ja auch so ein Urgestein hier aus der Region. Und da freue ich mich ganz sehr, dass ihr heute hier in der Sendung seid. Ja. Und du warst ja auch schon mal quasi bei ErzTV. Richtig. Da wollen wir jetzt mal reinschauen. Da gibt es einen schönen, lustigen Clip dazu. Du kannst ja dann nachher noch mal dein Statement dazu geben. Sehr gerne. Mischet mir einen Trank, der mir Gesundheit und ein langes Leben gebe. Kennst du das überhaupt noch? Fühlt euch, das ist irgendjemand Kunst zu tun. Sachsenkönig August der Starke war voller Manneskraft. Man sagt ihm 365 Kinder nach. Also auf Fußballplatz machst du nicht besser aus. Ja, Welle auf jeden Fall. Ja, hattest du Rücken. Könnt ihr euch ja vorstellen, was wir da uns auch anhören mussten von den Kollegen. Ne? Das ist eigentlich schon ein Kasten, oder? Na, mir. Ja, wir müssen ne? Das immer verkleidet hier. Aber es war natürlich schon eine witzige Sache. Ne? Zu trinken gab es auch was. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, gab es reichlich lauter Gold, oder? Es gab Schnaps und... Er musste danach ins Bett, oder? Zum Training sogar. Das ist halt das Kuriose, aber das haben wir irgendwie hingekriegt. Wir haben es nicht übertrieben. Cheftrainer, nicht gemerkt. Wir haben es verschwiegen. Wir haben gesagt, das ist Traubensaft, genau. Es war aber wirklich hochprozentiges. Ist ja auch lecker, aus der Region. Ich mag das sehr gerne. Ja. Ja, witzige Sache. Also so ein kleiner lauter Gold für zwischendurch, dann kann man schon mal machen. Was haben wir mitgebracht? Ich habe mir gedacht, wir machen so ein bisschen sportlergerecht. Wir machen ein Karotten-Ingwer-Süppchen und dann machen wir ein schönes Roastbeef mit einem Kartoffel-Sellerie-Stampf dazu. Das
versuchen wir so ein kleines bisschen nebenher sozusagen zu machen, während ich euch lösche. Ja. Sehr gut. Mit dir möchte ich anfangen. Und zwar, du warst ja Mannschaftskapitän von unserem FCE. Und dann hat es dich ja einmal noch fortverschlagen. Und jetzt hast du eine ganz tolle Aufgabe vom Mike übernommen. Und da, was kannst du dazu sagen? Das macht erstmal unheimlich viel Spaß. Ne? Wir haben damals uns auch mal kurz zusammengesetzt, weil mir war es wichtig, dass der vorige Trainer einfach auch sagt, ich höre wirklich auf. War dann so und mittlerweile bist du irgendwie Trainer. Ist halt erstmal komisch, weil du an der Seitenlinie stehst. Kannst halt fußballerisch, sag ich mal, selber nicht eingreifen, aber so, ich meine, weißt du ja selber. Von welcher Mannschaft? Ja, von Lößnitz direkt. Ne? Ist für mich natürlich perfekt, weil wir haben das Haus seit 2012 in Lößnitz und unheimlich tolle Aufgabe, macht riesig viel Spaß. Die Jungs sind einfach zu handeln und naja, im Moment sieht es ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Zuckt das da bei dir am Seitenrand? Es zuckt ständig, ja. Aber ich glaube, irgendwann muss man auch mal sagen, es ist vorbei. Ich denke, ich würde den Jungs im Moment mit meiner Fitness, die ich aktuell habe, auch nur im Weg stehen. Oder auch nicht. Das kann auch sein, du spielst den anderen Knoten in die Beine. Das weiß man nie. Die Zeiten sind vorbei. Ja, und das Amt hast du übernommen vom Mike und du bist quasi so der Vater des Aufstiegs, oder? In welche Liga seid ihr da aufgestiegen? Wir sind in die Sachsenliga aufgestiegen, nach der langjährigen Zugehörigkeit in der Bezirksliga oder Landesklasse. Und Vater ist vielleicht übertrieben. So ein Erfolg gehört immer ein gut gehendes Team, eine gut gehende Mannschaft, ein funktionierendes Umfeld. Und das haben wir in Lößnitz. Das ist sicherlich auch hart erarbeitet. Und da ziehen alle an einen Strang und das in die richtige Richtung. Und der René führt das jetzt fort, was wir begonnen haben. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Das müsst ihr jetzt in Summe noch erklären. Aber ich gebe euch jetzt nebenher Aufgaben. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es gefährlich. Ihr müsst mal bitte nebenher die Karotten schälen und okay. Einmal die Zwiebeln hier. Stelle ich euch hier hin. Kleines Messer liegt hier daneben. Nicht, dass wir weinen. Ja. Der René nimmt lieber den Schäler. nicht, dass er sich das Leben nimmt. Ganz einfach hier. Okay. Einmal so runter. Okay, so mach ich. Auf welchem Platz seid ihr jetzt? Naja, wir sind aktuell auf Platz 1. Ist ein bisschen kurios. Als Aufsteiger? Nee, das ist jetzt... Oder wie viel das Saison ist? Das zweite Jahr. Genau. Ja, ist aber trotzdem ist eine Wahnsinnsleistung, oder? Ja, absolut top. Haben ein bisschen Glück gehabt. Wir waren eigentlich auf Platz 2. Plauen hat nur aus finanziellen Gründen zurückgezogen. Wir haben das geschafft, im Heimspiel gegen Plauen zu verlieren, 1-0. Und die ganze Konkurrenz um uns herum hat halt gewonnen gehabt. Und so sind wir auf Platz 1 gerutscht. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Absolut. Ihr habt das aber gewusst. Naja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Jungs haben das gewusst. Ne? Das ist schon manchmal Wahnsinn, wie das dann so abgeht. So, und ist es dir schwer gefallen, das Amt abzugeben? Oder? Ich meine, man ist ja dann, man kommt hoch und ne, ist ja erstmal viel Emotion mit dem Spiel, oder? Wenn viel Herzblut dabei ist, ist es immer schwierig, auf was zu verzichten. Aber ich habe mir das lange überlegt mit dem krönenden Aufstieg in die Sachsenliga im Jahr vorher. War mir eigentlich fast klar, dass es auch Zeit ist, nach 20 Jahren dort Platz zu machen für jemanden, der dort hinterherkommt. Und letztendlich haben wir das ja in einer sehr, sehr hohen Qualität geschafft, dass der René dann auch zugesagt hat. Und, musstest du nur überreden? Ich habe immer einen Gartenzaun gerufen und wir wohnen ja 100 Meter auseinander. Richtig. Und dann musstest du mit Blut unterschreiben. So ungefähr. Naja, und da war schon also auch wirklich sehr, sehr beruhigt, weil das stand ja relativ zeitig fest, dass der René dort mich beerbt. Und so ist es eine sehr, sehr eine tolle Entwicklung, die jetzt halt weitergeht. Und ich tue die verfolgen als Kritiker und Zuschauer. Ja? Ja. Zuckt es da so noch bei dir, oder? Ich bin,
Hätte ich auf der Tribüne gemacht, müssen dann manchmal der ein oder andere einen Meter rüberlaufen. Aber die Mannschaft spielt einen berauschenden Offensivfußball zu Hause. Und es macht da sehr viel Spaß. Und das bei dir als Verteidiger? Das ist irgendwie komisch. Ne? Ich habe das, hab das den Jungs auch gesagt. Wahrscheinlich bist du, wenn du jahrelang immer nur hinten gespielt hast, dann als Trainer eher so in der Offensive ausgerichtet und als Stürmer vielleicht mehr so als auf die Defensive. Aber auch ist für mich natürlich sehr angenehm mit Welle, dass der halt trotzdem immer mit dabei ist. Man kann sich auch den einen oder anderen Tipp mal abholen, weil ist ja logisch, dass Mike, sag ich mal, die Mannschaften auch noch einen Tick besser kennt, mal den einen oder anderen Kniff mal mit an die Hand geben kann und das passt auf jeden Fall. Ja, Spaß muss es machen, ne? Genau. Und man muss auch mal ein Tal der Tränen, muss man genauso durchleben, ne? Das gehört auch verletz dazu. Nee, ich pass auf. Verletz dich nicht. Genau. Schneidest es einfach so die Enden? Grob klein, genau. Okay. Willst du das so in Scheiben haben, oder? Genau, machst du in Scheiben. Ha? Relativ dünn, oder? Nee, machst du so hier. So stark. Ah ja, okay. Nicht so viel Farben, Handel. Genau, einfach tun. So, pass auf, es wird jetzt gleich heiß neben dir. Hm? Ich brate jetzt erstmal das Fleisch an. So. Ja, und bei dir ist es ja so, du bist ja quasi ein Champions League-Spieler. Hm. Du hast Champions League gespielt, auch während deiner Karriere. Hm. War das so das größte Highlight für dich oder was waren so die absoluten Erlebnisse? Vielleicht kannst du das mal so ein kleines bisschen mal erläutern. Ja klar, also ich habe damals, sag ich mal, beim Hamburger SV so meine beste Zeit gehabt von der Liga-Zugehörigkeit. Ne? Ich meine, wir waren damals in der ersten Liga, haben dann auch international gespielt. War für mich natürlich eine absolut, ich sag mal wirklich auf Deutsch, krasse Erfahrung. Wie alt warst du da? Naja, es war so, ich war 25. Kam, sag ich mal, aus der Regionalliga, aus der zweiten Mannschaft. Der Trainer hatte mich dann mitgenommen, Thomas Doll. Hat mir natürlich, sag ich mal, diese Chance gegeben, irgendwo da mal Fuß zu fassen. Und war schon sehr, sehr schön. Haben viel erlebt. Sind Dritter geworden in der Liga und wie gesagt, waren dann international unterwegs. Auf einmal spielst du in Porto gegen den FC Porto und solche Geschichten. Also es war schon echt Wahnsinn, wie schnell das dann auch geht. Aber letztendlich muss ich ehrlich sagen, die letzten beiden Stationen, wo ich noch war, waren für mich eigentlich so vom Wohlfühlen eigentlich am schönsten. Ne? Das war einmal Erzgebirge Aue und dann noch die zwei Jahre Kaiserslautern, wo wir zum Schluss noch aufgestiegen sind. Da war ich so mehr emotional dabei. Ne? Viele tolle. Ja. Das seid ihr, das Spiel habe ich mir angeguckt. Das, gegen wen habt ihr da gespielt? Viktoria Köln. Viktoria Köln, genau. Der Aufstiegsspieler. Ja. Ja, das war auch wirklich nervenaufreibend, weil selbst als gestandener Profi kriegst du halt nochmal die Düse. Ne? Wenn wir da wo wir in Köln gespielt haben, ich glaube, es waren gefühlte 50 Grad. Also totale Hitzeschlacht, der Gegner eigentlich besser vom Papier her, aber irgendwie haben wir es gedeichselt gekriegt und das freut mich auch jetzt, die Jungs in der dritten Liga da agieren zu sehen. Ne? Ja, vor allem, ich meine, die halten sich, ne? Man kann jetzt den Ostfußball da hoch und runter diskutieren und das Wichtige ist, dass da wirklich auch ein bisschen, auch von unserer Seite her ein Niveau auch zustande kommt, ne? Ja, mit den Derbys, die sind ja wesentlich interessanter, als wenn du, ohne das jetzt in Abrede stellen zu wollen, aber wenn es an 1000 kommt, ne? Das ist ja nicht ganz so interessant für uns jetzt. Ne? Jetzt sind das Salz in der Suppe. Ja, um aber beim Puppen zu bleiben. Ja. Bezahlen. Also ich bin jetzt der Meinung zum Beispiel in der dritten Liga, ne, Aufstiegssaison, FCE, da war eine geile Stimmung in den Stadien. Ne? Und da war auch von der Emotion her war das ein kleines bisschen anders. Ich sage immer, jeder Tag zweite Liga beim FCE, das ist ein Geschenk. Ne? Das absolut. Muss man sich einfach bewusst sein. Und da gibt es immer so viele Trainer, da darf man auch nicht immer drauf hören. Ne? Ich glaube, ein scharfes Ding hier. Da muss ich aufpassen. Ja. So, ich hoffe, Mike, die Zwiebeln kannst du dann hier in den großen reinhauen. Reicht das schon? Ja. Das reicht, genau. So, sieht aber gut aus. So.
Nee, du kannst mal einen Löffel nehmen, machst hier ein schönes großes Stück Butter weg und machst das hier rein beim Rosten. So, ist okay. Einfach genau. Und noch so ein Stück, und dann machen wir schön Kräuter mit dazu. Einfach rein in die Pfanne. Und dann kannst du noch so ein Stück auf die andere Seite und dann schiebt man das in den Ofen rein. Vor dem Wettkampf wäre es schon fast gut, oder? Sieht sehr, sehr gut aus. Perfekt. Ja, wir haben ja auch viele Fußballmannschaften bei uns. Ne? Also das ist ja hier so Essen nach Staccato, Essen rein, zack. Und musst du da was reinmischen dann, weil das ist der Gegner, ne? Das ist. Aber Benjamin, du hast ja auch eine sportliche Vergangenheit, oder? Ich war auch beim FC. Ja. Im Tor. Ja. Und dann kam mein Vater und hat gesagt, entscheide dich. So. Was machst du? Ja gut, okay, jetzt stehe ich hier. Das ist. Aber es ist auch richtig okay, gefunden, ne? Oder? Das ist auch okay. Es kann auch nicht jeder dort irgendwo Fußballer werden. Das ist vollkommener Blödsinn. Ja. Ich denke auch, dass da eine falsche Suggerierung zugrunde liegt. Ne? Muss Spaß machen, das ist das eine. Du kannst auch den Leistungssport, brauchst Zeit dazu. Ja. Und du musst wissen, ob das auch wirklich dein Weg ist. Also so denke ich darüber. Ne? Man sieht das eigentlich relativ entspannt. Und es ist auch nicht jeder in der Lage dazu. Ich bin zum Beispiel froh, dass ich eine Tochter habe, weil das hätte ich zum Beispiel meinem Sohn nie geraten, um Fußballprofi zu werden. Ne? Weil ich ja selber nur weiß, auch wie schwer das ist, wie du dich da durchboxen musst. Und das ist schon hart. Also, ich finde, da kannst du ja dann mal was aus deiner Zeit sagen. Ich finde zum Beispiel eins, was mich dort momentan stört, ist einfach der Druck, der dann von außen kommt. Weil das ist, finde ich, das ist das, was grenzwertig ist. Das war vor geraumer Zeit ein bisschen entspannter und das nimmt immer mehr zu. Und das ist auch nicht unbedingt was man braucht. Sport ja wichtig ist für die Entwicklung von jungen Menschen, für die soziale Kompetenz etc. ist das, denke ich, unweigerlich wirklich der richtige Weg. Und so muss jeder für sich das finden, auch mit dem Anspruch. Aber Sport bringt alle weiter. Eindeutig vereint und ist, denke ich, für junge Menschen. Ich meine jetzt speziell auf den Fußball bezogen. Ne? Ja. Also dort dieser Druck, der dort von außen reinkommt, ich weiß es nicht, ob ich es meinen Kindern empfehlen würde. Den Weißwein hier mit zugeben. Komplett. Und dann komplett. Ja. Und dann kannst du nochmal genau so ein großes Stück Butter hier mit reinmachen. Okay, so. Das Rostbeef schiebt man in den Ofen. Ja, du hast doch auch quasi wie Leistungssport gemacht, oder? Ja. Wo hast du überall gespielt? Ich habe meinen Nachwuchs bei Lokomotive Leipzig gemacht. Dann war ich hier in Aue in der Junioren-Oberliga. Und habe dann 3 Jahre bei Motor Weimar in der zweiten DDR-Liga oder in der DDR-Liga gespielt. Machen wir auch was, Mama. Ja, der Weg war nicht von ganz so großen Höhen gepflastert wie beim René. Aber ich bin also damit zufrieden und letztendlich hat mich der Sport ins Erzgebirge verschlafen. Ja, und bin hier geblieben und jetzt sind wir beide in Lösnitz und denke ich ganz glücklich da. Ja, passt ja auch, oder? Das sind nur schöne Bedingungen. Also, wunderbare Landschaft. Also, Menschen. Das Ding muss ich jetzt bringen. Pass mal auf, ich habe auch beim HSV gespielt. Okay. Und zwar in meiner Jugend beim Hunsübler Sportverein. Nee, aber, ich glaube, ja. Also, auch ein HSV. Beim Obergott in Borstow. Ja, genau, bei dem war ich. Und da haben wir auch gegen Lösitz gespielt. Ja. Damals. Das war auch eine schöne Zeit. Ja. Also, unweigerlich. Hat immer Spaß gemacht. Also, das ist. Aber wenn ich das nämlich immer sage, ich habe beim HSV gespielt. Gucken Sie alle. So, jetzt gießen wir das hier auch mit Brühe. Unser Stampf, der kocht schön vor sich hin. Und an der Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Mhm. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay. Sie suchen Qualitätsmöbel zu fairen Preisen? Ob klassisch oder modern, wir bieten Ihnen beides. Besuchen Sie uns in unseren Möbelhäusern Illing in Krottendorf und Aue
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an aktuellen Modellen. Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad oder Küche, lassen Sie sich einfach beraten. In unserem Musterhausküchenfachgeschäft planen wir auch Ihre Traumküche. Ganz individuell nach Ihren Vorstellungen. Möbelhaus Illing. Für ein schöneres Zuhause. Wir melden uns zurück. Ja, mal rausnehmen. Machst du zu? Es wird langsam schwer. So rum? So. Vorsicht, der Griff hier ist heiß. Ja. Ihr habt mich ja jetzt immer gefragt, woran ich das erkenne und sehe. Ne? Also ja. Ich mache das durch die sogenannte Druckprobe. Das ist die Druckprobe. Das ist lange also, ne? Ja. Ja, das ist Übungssache. Ne? Dann kannst du das auch noch kennen, indem hier... Tun wir mal. Ich halte das mal in der Kamera. Ja? Genau. So. Hier kommt so der Fleischsaft raus. So an der Seite. Guck mal da. Mhm. Genau. Ne? Und daran erkennst du, ist dieser innere Druck, dieser Druck, der entsteht, weil das muss ja irgendwo hin, das Wasser, ja. Ne? Diese Flüssigkeit, ja. Der Fleischsaft. Und wenn es das rausdrückt, ja, und es kommt so nachher noch raus, dann weißt du, dass es quasi Medium ist. Ne? Das ist jetzt noch ein kleines bisschen Vormedium, das lassen wir ruhen, dann machen wir es nochmal heiß und dann können wir es schön aufschneiden. Sehr schön. Ja? Aber hier daran erkennst du das, ja. Oder? Guck mal, hier an der Seite, ja. Ne? Hier kommt so der Saft raus, kannst du... Musst du ein bisschen üben, musst du ausprobieren zu Hause. Aber irgendwann erkennst du das. Ne? Legst das Fleisch in eine heiße Pfanne. Ne? Dann lässt du das, drehst du runter, lässt so lange liegen, bis quasi oben kleine die Perlen, kleinen Bläschen entstehen, ne? Vom Fleischsaft. Dann drehst du es rum und dann drückst du den Fleischsaft zur anderen Seite raus und das Medium. Also das siehst du jetzt sogar. Ne? Das kannst du sogar sehen. Werden wir ausprobieren. Ja. Ne? Das ist Taktik. Ja, richtig. Ja, das ist so. Warte auf, jetzt tun wir hier erst einmal probieren. Ja, das passt. Darf nicht zu kräftig sein. Oh, das ist gut. Guck mal hier, jetzt noch, das ist. Muss mal probieren. Ich habe da noch ein bisschen Curry ran gemacht. Ja, okay, warte. Und kommt auch schön der Ingwer raus. Das ist echt gut. Ja. Und wenn wir dann die Karotte einmixen, dann kriegt man den schönen Fein. Karottengeschmack. So, ja, da kannst du schon mal. Nee. Pass auf, da kannst du von dem hier, passt du einfach einen Schluck hier bei dem Stampf noch ran. Einen kleinen Schluck. Nicht viel? Ja, nur. Gut. Und den Rest können wir hier in die Suppe machen. Rein. Dann übergebe ich dir schon mal die Arbeit. Guck, hier hinten hast du so eine. Dieses Metall, da musst du in der Mitte drauf drücken, dann kannst du da rum, genau, so rumdrehen. Jawohl, und dann kannst du es reinstecken. So, und jetzt geben wir hier Power und wenn das aufkocht, dann können wir, tun wir das einmal schön einmixen. Ich habe angesteckt zum Mixen. Mal gucken, wie das Ding hier geht. Was hier ist vor? Da ist. So, das gleiche machen wir, da können wir mit dem hier schon anfangen. Das tust du einfach nur grob. Einfach nur so grob zu stampfen, ja. Muss nicht fein sein. So. Mal raus, machen wir mal raus. Welle, was hast du? Das kommt vor perfekt sein. Genau. So. Reicht? Ruhig schön, kann ruhig grob sein. Noch mehr? Das passt schon. Reicht. Ja? Reicht. Genau. So, pass auf, hier unten kannst du abdrehen. Okay. Einmal unters Wasser. Mhm. Und dann können wir hier das Süppchen mixen. Und du kannst den Bratensaft mit Portwein ablöschen. Und dann sag ich dir Bescheid und dann machst du hier wieder so 3-4 Löffel von der Butter runter. Und rührst die dann schön vorsichtig ein. Da haben wir eine schöne Rotweinsoße dazu. So, jetzt ging es quasi erstmal wieder ums Kochen. Genau. Und da kommen wir auch, würde ich sagen, jetzt erstmal wieder zum Sport. Sehr gut. Das ist,
dass das keiner mitkriegt, oder? Musst du jetzt eigentlich zu Hause kochen? Kann das passieren? Ich kann das, ehrlich gesagt, wirklich nicht gut. So ein paar Dinge kriege ich noch hin, so ein Spiegelei, aber dann hört es schon fast auf. Aber wer macht das, deine Frau? Ja, das macht die, ja. Auch sehr, sehr gut, also da kann ich mich nicht beschweren. Erzähl uns mal deine gesamten Stationen, wo du warst. Ja. War, gerne. War also, da deine Frau immer mit? Nee, die ist dann irgendwann mal mit dazugekommen. Aber angefangen eigentlich völlig untypisch, bin ich erst zur C-Jugend, zu einem Verein gekommen. Also ich habe vorher wirklich auf der Straße gebolzt, mit meinen Kumpels, mit meinem Vater. Naja, und zur C-Jugend habe ich dann mal ein Probetraining gemacht beim Marzahn SV. Die wollten mich eigentlich gar nicht nehmen. Sind die aus Marzahn? Die sind aus Marzahn, ja. Und dann haben wir irgendwie noch so einen komischen Lauf gemacht. Da bin ich da halt mal allen davon gelaufen und dann haben sie gesagt, naja, probieren wir es mal. Das wird ein Fußballer. Und da ging es aber relativ schnell. Dann war ich 2 Jahre bei Marzahn SV und bin dann zum BFC Dynamo. Da war ich dann auch noch mal 2 Jahre auf der Sportschule. Naja, und dann war ich irgendwann mal 17 und habe den großen Schritt gewagt Richtung Borussia Mönchengladbach. Die wollten mich haben, die haben mich mal gesichtet auf so einem Turnier in Duisburg. War übrigens mein damaliger Zimmernachbar im Internat, war Sebastian Deißner. Echt? Ja, ist eigentlich ein Jugendfreund von mir und unglaublicher Fußballer gewesen. Wenn wir dann mal wirklich auf der Straße gebolzt haben, da konntest du dir was abgucken von ihm. Ne? Und dann war ich 5 Jahre da, 2 Jahre in der A-Jugend und 3 Jahre Profi. Hatte natürlich dann oben Trainer wie Hans Meyer, die haben mich dann geprägt, aber in der zweiten Mannschaft, wo ich dann eigentlich generell oft gespielt habe, mit Holger Fach und da war es noch. Boah, Norbert, das sind schon ein paar Namen, ja. Norbert Meyer war noch gewesen. Das ist ein Panini-Album. Und da hattest du natürlich, ich habe das immer so als Ausbildung gesehen, ne, dass du da irgendwo so die ersten Schritte im Männerbereich machst. Zwischendurch war ich sogar mal kurz davor zu sagen, ich höre wieder auf, weil irgendwie der richtige Sprung ist mir nicht gelungen. Also ich habe in Gladbach keine erste oder zweite Liga gespielt, sondern wirklich nur in der Oberliga. Ne? Also in der zweiten Mannschaft in der Oberliga. Es war halt ein harter Kampf. Und mein Vater hatte dann nochmal ein Probetraining eingerührt beim HSV in der zweiten Mannschaft. Die haben damals in der Regionalliga gespielt, also eine Liga höher. Haben mich genommen und dann ging das Märchen los. Ne? Auf einmal, wie ich vorhin schon sagte, hat mich der Trainer dann mitgenommen. Warst auf einmal in der ersten Liga. Unter Thomas Doll, später noch unter Hüb Stevens. Dann ist der Vertrag auch mal ausgelaufen und dann bin ich zu deinem jungen Freund gekommen. Genau, Uwe Rösler. In Norwegen habe ich mal eine Auslandsstation gehabt bei Viking Stavanger. Auch eine super interessante Erfahrung. Also, ich glaube, wenn die hat der FCE, genau. Glaub, richtig. 86 oder 88 war das irgendwie Mitte der 80er Jahre. Ja. Ne? Im UEFA Cup. UEFA Pokal. Genau. Pokal. Oder UEFA-Cup. Ja, und dann war ich mal da. Also ich glaube, wenn du mal Fußballprofi wirst, dann musst du fast irgendwie mal so eine Auslandsstation mitnehmen. Also es war halt mega interessant. Und so bin ich dann über Umwegen halt nach Aue gekommen. Ne? 7 Jahre dann beim FCE. Tolle Zeit mit dem Aufstieg. 7 Jahre? Ja, 7 Jahre spielst du normalerweise nicht im Verein. Also das war schon extrem lang. Tolle Zeit und wir sind halt hier dann auch gestrandet. Ne? Haben dann 2012 das Haus gebaut in Lößnitz, weil wir uns einfach wohlfühlen. Ja, und zum Schluss nochmal die beiden Jahre in Jena. War natürlich auch klasse nochmal mit dem Aufstieg und so konnte man... Hast du jeden Tag gefahren? Ja. Ich habe mein Auto gequält. Also ich bin wirklich, glaube ich, in den 18 Monaten knapp 90.000 Kilometer gefahren. Also völlig übertrieben. Aber... Regeneration noch Steuer. Trainer hat auch immer nur mit dem Kopf geschüttelt, aber das wollte ich halt einfach, ne? Dass du halt zu Hause bist. Und das waren so die Stationen. Nicht viele, also ich war immer relativ lang bei den Vereinen, außer in Norwegen, da war es ja nur ein Jahr. Aber nee. Wer ist eigentlich aus Aue auf dich drauf zugekommen? Das war damals Heiko Weber. Aue ist abgestiegen, war in der dritten Liga. Das war 2008 müsste das gewesen sein. Und das war auch schon der 4. oder 5. Spieltag. Die hatten hinten ein Problem. Und da haben wir das dann damals eingerührt. Das kann ich mir dann ganz ruhig mixen nehmen. Da haben wir das erste Spiel gegen Paderborn gehabt, das aber direkt mal verloren zu Hause. Und dann ging es aber los und im zweiten Jahr sind wir dann mit Rico Schmidt aufgestiegen. Den habe ich neulich übrigens getroffen. Das war ganz interessant, mal so über die alten Zeiten zu reden. Das ist interessant, oder? Dann kommt noch, eins zum anderen. Na klar, man quatscht dann ganz in Ruhe und holt die ganzen alten Kamellen raus. Das war schon witzig.
So. Das hier noch mal ein bisschen ruhen lassen. Zwei Tage. Ganz ruhig, dass wir die Karotten schön kriegen. So, guck mal, ich habe jetzt zu viel turniert, nennt man das, ne? Okay. So Bötchen gemacht. Noch ein kleines bisschen Mandel mit rein, das ist nochmal röstet. Okay. Das machen wir als Einlage für die Suppe. Mhm. Kannst du dir schon mal. Kannst du einfach so drei so eine Zucchini schön rein, ein paar Mandeln mit rein. Aha. So, Moment, ich mach mal aus. Nur drei. Ja, drei Stück als Einlage, ne? Ja, genau. Ein paar Mandeln mit und dann machen wir zum Schluss noch mal ein paar Mandeln oben drauf. Hm? Wie sehen die aus? Ja, genau, ruhig so ein bisschen stampfen. Ein bisschen mehr? Jetzt oder? Nee, das reicht. Ja? Na, jetzt im Feinschmecker-Restaurant wird es jetzt noch passieren durch Sieb und ja, da muss das ganz fein sein. Ich finde jetzt, wenn man zu Hause kann das auch eine grobe Struktur haben. Ne? Weil vom Prinzip her ist es ja so, das was du jetzt klein mixt, ja, das ist ja eigentlich das, was den Gehalt hat. Ne? Also das macht jetzt. Wir machen es deutlich nach. So. Schau mal, was schmeckt das. Oh, ist gut. Ja? Ja, gerne. Danke. Dann ein bisschen Salz. Überragend. Ja, und gut. Hier rein, ich lasse ich jetzt noch ein bisschen mixen. Ja. Und wir richten in der Zwischenzeit den Hauptgang an. Hm? So. Auch habe ich da hier einen Ring mitgebracht. Spann dich jetzt hier voll mit ein, ne? Nimmst du den Stampf, ne? Du machst es hier schön rein und tust es dann so mit dem Löffelrücken glatt streichen, dass es okay, ne, genau in diesen Ring reinpasst. Muss nicht bis oben hin sein, so halb voll reicht. Ja. So. Und was war deine, also was war für dich der emotionalste Moment? Ich glaube, es ist immer so ein bisschen geknüpft an Auf- und Abstiege. Ne? Also der Aufstieg damals mit Aue war natürlich schon extrem fantastisch. Das hat ja in der Hinrunde noch gar nicht so richtig jeder an uns geglaubt. Aber so ein Abstieg ist natürlich dann auch schon echt heftig. Ne? Also wenn ich mich hier so an die 10 erinnere in Heidenheim, wo wir dann runtergegangen sind, also das war schon grausam. Ne? Du bist irgendwie so 7 Jahre in so einem Verein, hängst da ja auch ein Stück weit dran und dann marschierst du da runter. Also das war heftig. Fährst noch irgendwie mit dem Bus dann zurück, also das kannst du dir ja vorstellen. Das war schon richtig hardcore. Ja. Aber ich glaube, solche Dinge, die bleiben halt einfach hängen. Ne? Solche Aufstiege und Abstiege, das ist schon dann extrem. So. Machst du hier zwei schöne Kellen rein, guck mal, ne? So, siehst du das? Perfekt. Oh. Ja? Super. Mein Fuß bleibt so. Schalt's mal mit Kamera. Das ist Champions League, aber wie? Ne, schön ohne Bratrand. So, pass auf, guck mal, den ziehen wir einfach ab. Okay. Dann behält es nämlich die Form. Und guck an. Ja? So, machen wir hier zwei schöne Scheibchen drauf. Ring nämlich der ab. Einfach nochmal ein kleines bisschen von dem groben Salz aufs Fleisch drauf. Jawohl. Ein bisschen mehr aber reicht. Nee, das reicht, ja? Jetzt kommt der Kreativspieler. Oh. Das ist Position 10, ganz eindeutig. Ja. Also können wir in der Abwehr nicht verschwenden. Dann kannst du ja so ein kleines Ornament noch reinziehen. Kann man auch mit einem Zahnstocher machen, oder? Mhm. Ja. Fein. So, hatten wir unsere. Einmal unser Süppchen. Das sieht schon mal gut aus. Mhm. So, jetzt brauchen wir noch mal einen Löffel. Spannend, ne? Oh ja. Anrichten ist immer das Spannendste. Das sieht halt wirklich gut aus. So, und jetzt haben wir hier noch so einen Bratenfond mit Portwein abgelöscht, bisschen Butter mit dazu.
Und das machen wir hier noch außen rum. Zack. Hose mehr Wein rein. Ja. Nehmen wir noch zwei Schnittlauchspitzen. Perfekt. Voilà, fein. Wir lassen es uns gleich schmecken. Geht gleich los. So, also ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Sehr, absolut. Wir haben sehr interessant. Ein bisschen das Thema da aufgearbeitet. Für mich war es auch interessant. Das ist, man erfährt ja auch immer irgendwo neue Dinge. Und dir wünschen wir auf dem Weg vollen Durchzug. Danke. Viel Erfolg, Mut vor allem. Mut braucht man immer, ne? Das stimmt. Durchhaltevermögen. Und ja, vielleicht klappt es ja, ne? Dieses Jahr, dass er dort auch hochkommt. Das wünschenswert wäre es. Aber man darf vorher nicht so viel drüber reden. Genau. Da geht es nämlich meistens schief. Ja. Ne? Also, dreimal Holz. Okay. Wünsche ich dir. Dein, ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, super. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. TV-Kochsendung Treffpunkt Kulinarisch wurde präsentiert vom Möbelhaus Illing mit Möbelhaus und Küchenstudio in Grottendorf und Aue für ein schöneres Zuhause. Und vom Kaufland Aue, hier bin ich richtig. Sollten Sie wirklich mal nachkochen? Sie haben gesehen, es ist gar nicht so schwer. Und wenn Sie nicht mitgekommen sind, dann schauen Sie die gesamte Folge noch einmal an im Internet auf erztv.de und dort in der Mediathek. Wir machen aber jetzt ganz flugs das Studio frei für die Kollegen von der Nachrichtenredaktion, würden uns allerdings freuen, wenn Sie zum nächsten Magazin ab kommenden Samstag wieder reinschauen. Zwischen 7 und 24 Uhr, immer zur vollen, ungeraden Stunde. Ich bin Michael Ö. Arnold und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.